Hallo und herzlich willkommen zu unserem Sprachkurs. Polnisch lernen ist nicht schwer, Polnisch sein dagegen sehr. Heute mit einem wunderbaren Thema, mit dem Thema Pluralzwang im Polnischen. Was bedeutet Pluralzwang? Es gibt im Polnischen Wörter, die es nur im Mehrzahl gibt. Ich habe drei Beispiele für euch. Zum Beispiel die Tür. Die Tür im Polnischen heißt drzwi. Und drzwi ist immer in Mehrzahl. Das heißt, nicht die Tür ist geschlossen, sondern die Tür sind geschlossen. Drzwi są zamknięte. Są. Drzwi są zamknięte. Wahrscheinlich kommt es daher, dass früher die Tür zweiflügelig war. Und man merkte sich, dass so eine Flügeltür eben aus zwei Teilen besteht und deswegen diese Mehrzahl. Also, die Tür im Polnischen ist in Mehrzahl drzwi. Und zwar immer. Są sind geöffnet oder eben geschlossen. Otwarte albo zamknięte. Das zweite Beispiel ist die Schere oder sind die Schere, denn im Polnischen Schere ist nożyczki immer in Mehrzahl. Nożyczki, weil sie aus zwei Klingeln bestehen, sind traditionell im Polnischen in Plural, in Mehrzahl. Das heißt, wir sagen immer, die Schere sind scharf und nicht die Schere ist scharf. Nożyczki są ostre. Und das dritte Beispiel ist die Hose oder man muss sagen, sind die Hosen, denn im Polnischen Hosen, spodnie, sind immer in Plural. Wahrscheinlich, weil sie aus zwei Hosenstücken bestehen, also spodnie. Spodnie pasują, die Hose passen, müsste man dann folgerichtig sagen. Also, wenn ihr einen Polen trefft oder ja einen Menschen, der auf einmal sagt, wo sind die Schere, könnt ihr euch sicher sein, es ist ein Pole. Manchmal ist es eben so in Polen, dass etwas nach etwas mehr aussieht, als es scheint. In diesem Sinne, das war's für heute mit Polnisch lernen ist nicht schwer, Polnisch sein dagegen sehr. Bis zum nächsten Mal, sagt Adam Gusowski. Cześć.